Ja, nach der Pause haben wir jetzt losgestartet mit Star Wars, zu Deutsch Krieg der Sterne. Jetzt würde ich euch bitten, jetzt müssen wir uns relativ gut anschneiden, weil jetzt müssen wir ziemlich viele Kilometer zurücklegen vom Erdäußeren ins Erdinnere, weil das nächste Stück heißt Terra Vulcania. Und um das jetzt zu überbrücken, ihr kennt ja alle den Felix Baumgartner, das ist ja ganz ein ja, wie soll man den jetzt bezeichnen, gell? Ein WH. Kann sich jeder denken, was das ist. Der hat ja jetzt einen Probesprung gemacht von, wie der Hund heißt das abgekürzt. Der springt, ist jetzt von 22 Kilometern hat er schon einen Probesprung gemacht. Und nicht ganz so weit ist zwei Dachdecker gegangen, die am Kirchendach das Dach hergerichtet haben. Da haben sie halt so gearbeitet und haben ja eine Lärchenschindel aufgenagelt und auf einmal fängt der eine zum Rutschen an, schreit der andere um mit seinem Klammere dich an Gott, hat der eine gesagt, ich bin froh, wenn ich da drin oder wisch. Ja, jetzt haben wir schon wieder mal auf dem Boden der Realität angekommen. Das nächste Stück ist Terra Vulcania. Und zwar, das beginnt mit einem ganz tollen Instrument, relativ einfach. Ein Wasserglasl, das man mit Wasser mehr oder weniger auffüllt und dadurch einen mehr oder weniger hohen oder niedrigen Ton erzeugt. Und da gibt es ja diesen Vergleich mit dem Wasserglasl. Der Optimist sagt, das Glasl ist halb voll. Der Pessimist sagt, das Glasl ist halb la. Und die Jugend sagt, boah, das Glasl ist voll la. Es ist ja, ihr kennt es ja bestimmt alle, Facebook. Jetzt sind wir schon in der Gegend, jetzt können wir das auch noch gleich mitnehmen. Und ich habe natürlich auch die Einladung zu dem Konzert über Facebook gekriegt, aber nicht nur über Facebook, man hat mich schon direkt auch noch angesprochen. Und da hätte ich wieder so ein kleines Gedicht, was im Internet alles zum Kriegen ist. Im Internet. Eine Plattform, die alles möglich macht, gibt es seit vielen Jahren. Versuchung über den Bildschirm lacht, weit über 100.000 Waren. In Jogginganzug oder Pyjama sitzt man vorm Flimmerkasten und ordert ein finanzielles Drama anhand von Zahl- und Enter-Tasten. Da kauft man Dinge, die keiner braucht, ohne zu zücken einen Schein, bis am 31. das Konto raucht, doch immer wichtig, man ist online. Also, Terra Vulcania von Otto M. Schwarz, ein Musikwerk über das steirische Vulkanland.